Hallo, mein Name ist Sebastian Zier. Ich bin Masterstudent im Studium Sport- und Bewegungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Trainingstherapie. Bin Personal Trainer und selbstständig in dem Bereich Werbung und Marketing. Im Zuge des Projekts Spoviral darf ich euch heute 4 Übungen zu dem Thema Skigymnastik bzw. Stabilisationstraining zeigen. Natürlich kann man das auf jede andere Sportart adaptieren und los geht's. Auch beim Home Workout ist es wichtig, dass unser Training aus Aufwärmen, Hauptteil und Abwärmen besteht. Zum Aufwärmen ganz klassische Sachen wie Hampelmann, High Knees, 60 Sekunden durch und der Kreislauf ist in Schwung. Kommen wir zur Übung 1, und zwar die klassische Abfahrtshocke, seitlich hinstellen, schulterbreiter Stand, Gesäß kommt nach unten, Rücken ist gerade, Schultern bleiben unter den Ohren und in dieser Position verharre. Will ich das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger machen und schaue, dass ich meine Stabilität stärke, nehme ich die Hände gerade nach oben und schaue, dass die Hände mit meinem Rücken eine Linie ergeben. Um das Ganze noch einmal zu stärken, kann ich jetzt nach links und nach rechts die Seite verlagern. Das Ganze jetzt noch einmal von vorne, schulterbreiter Stand, Hände nach oben und ich bewege mich nach links und nach rechts. Das Ganze für Beginner 30 Sekunden, sonst ruhig mal 45 Sekunden halten und dann eine Pause einlegen. Nun zur Übung 2, und zwar die Standlage. Wir stellen uns auf das linke Bein, Hände gerade nach vorne, rechter Fuß nach hinten und wir schauen, dass wir in eine möglichst gerade Position. Diese halten wir dann für 2 bis 3 Sekunden, gehen zurück, wechseln das Bein und machen das Ganze mit dem anderen Bein. Wichtig ist, die Hüfte sollte schön gerade bleiben, also nicht rotieren und den Bauch immer schön fest anspannen. Übung Nummer 3, Seitstütz, Ellbogen unter der Schulter, Hüfte nach oben bringen. Wir schauen, dass wir da eine schöne Gerade haben und auch, dass die Hüfte schön nach vorne gestreckt wird. Das heißt, dass wir eine schöne Gerade da haben und auf dieser Seite. Um das Ganze zu erleichtern, Hand nach oben nehmen. Wenn wir das Ganze jetzt schwerer haben wollen, gehen wir langsam mit der Hüfte nach unten und nach oben. Atmung ist auch immer ganz wichtig. Schauen, dass wir während den ganzen Übungen immer eine ruhige, rhythmische Atmung haben. Seite wechseln. Und das Ganze auf der anderen Seite. Ganz oft wird beim Oberschenkeltraining die Oberschenkelrückseite vernachlässigt. Für das machen wir jetzt sozusagen Split Squats. Das heißt, wir brauchen eine Erhöhung. Gehen wir das Bein, den Ries sozusagen auf diese Erhöhung. Gucken wir jetzt nach vorne. Schauen, dass der Oberkörper schön stabil in der Vorlage ist. Je weiter ich nach vorne gehe, desto mehr mache ich das wirklich aus dem hinteren Oberschenkel. Gehe jetzt in die Position. Schau, dass ich da ca. 90 Grad habe und presse ihn dann nach oben. Beinwechsel. Um das Ganze schwerer zu gestalten, kann man einfach links und rechts eine Handel in die Hand nehmen. Wasserflaschen, was man halt daheim hat. Eine Sonderübung machen wir noch dazu, Übung Nummer 5. Und zwar gehen wir in den Vierfüßlerstand, Knie sind in der Höhe. Schauen wir jetzt, dass wir diagonal linkes Bein, rechte Hand wegstrecken, 2-3 Sekunden halten und in die Position zurück. Genauso auf der anderen Seite, Hintern und Rücken sind angespannt und wir kommen wieder zurück. Gut, das waren jetzt doch 5 Übungen. Ich hoffe, ihr macht es alle brav nach.
schaut auf YouTube unter Spoviral. Dort findet ihr auch ganz viele andere Übungen. Und stay safe, stay home.